Ja, gerade mal live hier vom Helferfest in Schleiden. Ja, vor mir steht der Timo. Timo, da hört sich ja fast an wie Timo, hör mal. Ja, genau. Timo, du bist ja auch hier Feuerwehr. Ja, du wohnst hier, magst ein bisschen über dich erzählen und ja, nimm uns mal ein bisschen mit bei deiner Geschichte. Ja, also ich bin Timo Kessler, wohne in Gemünd und jetzt an dem Abend von der Flut mich sozusagen meine Nachbarin gefragt, ob ich schon eine Tauchpumpe hatte. Bin dann im Keller bei uns selber gegangen, habe das ganze Zeug zusammengesucht, habe mir die Arbeitshose angezogen, die Jacke, die Schuhe und bin dann zu ihr rüber. Wir haben dann so circa ab 20 Uhr angefangen, das Grundwasser bei ihr abzupumpen. Bei mir war zum Glück noch gar nichts bis zu dem Zeitpunkt. Wie es dann anfing, das Wasser von klar auf braun zu färben, habe ich mich halt eben nur gewundert, woher. Und dann war völlig klar, es läuft die Kellertreppe runter, die Straße ist voll. Ja, und dann haben wir sozusagen alles abgebrochen, haben alles laufen lassen, solange der Strom noch da war. Dann war quasi der Abend oder die Nacht für uns gelaufen, was zu machen. Am nächsten Morgen war natürlich auch bei uns Land unter. Unser Keller war komplett voll bis Oberkante. Wir hatten noch 12 cm Luft gehabt, sonst wäre es ein Wohnraum gewesen. Ja, und dann ging quasi die erste Zeit los mit in der Nachbarschaft gucken, mithelfen. Wohlgemerkt immer noch in derselben Hose, in derselben Jacke und in denselben Schuhen. Deswegen, einige Gemünd kennen mich unter dem Namen die orange Hose, weil das die einzige, quasi das einzige Arbeitsmaterial oder Arbeitsausstattung, die ich halt eben noch zur Verfügung hatte. Hab mit dem Schwimmbad geholfen, hab 3 Tage lang in der Grundschule den Keller gekerschert. Darüber existieren dann auch so schöne Bilder bei Facebook mit Gemünd in der Schlammwand reingekerschert. Man sieht es auch hier. Ja. Gebt auch gerne mal Feedback, wie der Ton ist, weil wir sind hinten, läuft Musik, ihr hört. Dann während dem ein oder anderen Helfereinsatz noch bei Privatleuten bin ich dann auch mit im Fluthelferlager oben am Bösen Wolf in Gemünd zwischendurch aktiv gewesen, neben Arbeit, neben unserem Schaden, neben Familie. Hab dann da auch verschiedene Leute kennengelernt und unter anderem ist der Ingo ist dann schuld, unser Bürgermeister, der unter einem Facebook-Post Post dann sozusagen drunter geschrieben hat, du und Sascha, der Lemmy von der Gotischen, ihr müsst euch mal kennenlernen, das würde passen. Und ja, es passt so, dass wir immer im Kontakt stehen, egal was ist. Und ich mich auch freue zu einem ganz besonderen Anlass dieses Jahr, mehr darf ich leider nicht verraten, dass er halt eben auch dabei ist. Und ich habe mich gestern in Gemünd, habe ich mich dermaßen gefreut, weil so viele von den Kameraden, sage ich es mittlerweile, von den Freunden von der Gotischen, vom Katharinenhof, die ganze Truppe, die war gestern fast vollzählig und es war der Wahnsinn, sich nochmal so zu treffen und einfach mal zu quatschen. 1200 Menschen waren gestern da, ja. Ohne mal zu arbeiten, das war gestern ein komischer Moment, dann diesen Abend dann genießen zu dürfen. Also man merkt auch hier in Schleiden-Gemünd, der Zusammenhalt zwischen Helfern, Offiziellen, zwischen der Stadt, der ist sehr, sehr stark. Ne? Man spürt auch das positive Feedback hier, wird auch immer noch geholfen. Verschiedene Helferteams sind jetzt noch unterwegs, waren auch heute hier im Einsatz. Sie sind das Wochenende gekommen, die Hotels sind ausgebucht hier. Viele sind bei Privatleuten untergekommen, nicht bei den Menschen, wo sie geholfen haben während der Flutkatastrophe auch. Das hatte der Bürgermeister gestern hier nochmal berichtet gehabt. Ja, und auch hier, man sieht, Netzwerken ist da, man spricht sich an. Es sind sehr viele Betroffene, habe ich festgestellt, die auch zu Baustoffspenden in NRW in Erftstadt kommen. Die Helfer von uns sind ja auch zum Teil hier. Und ja, wir haben viele Gespräche geführt. Wie stimmt sich so die Lage für dich im Moment, jetzt 2 Jahre nach der Flutkatastrophe? Ich drücke es mal anders aus. Wir waren im April im Ahrtal. Und dagegen ist das hier, tut mir leid, das hört sich jetzt für den einen oder anderen komisch an, ist das hier eigentlich ein Fliegenschiss, weil das ist eine Dimension, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also das wird noch über Jahre, wenn nicht noch über 10, 15 Jahre dauern, bis da mal einigermaßen wieder nicht alles so wiederhergestellt wird. Das ist vollkommen klar. Es wird nie mehr so sein wie davor. Man kann halt eben nur das Beste draus machen. Genauso zählt das hier für uns auch hier unten. Ne? Es wird noch viel Arbeit kommen, klar, logisch. Auch jetzt von der Verwaltung her, Kanäle müssen neu gemacht werden, da muss man einfach sozusagen realistisch sein. Und die Zeit ist halt eben sehr schwer, auch für die Innenstädte, wie jetzt die kleinen Innenstädte wie hier in Schleiden oder wie in Gemünd. Die Hauptstraße ist ja ganz gut schon, ne? Also ja. Die Innenstadtstraße. Ja. Also viele Geschäfte haben offen, ne? Ja. Seitenstraße noch nicht, aber ansonsten die Hauptstraße ist schon
glaube, 3, 4, die nicht besetzt waren von den Häusern. Die anderen Geschäfte sind eingezogen in der einen Straße. Ja. Und so für den Rest jetzt, die von den Privatleuten her, das tut mir wirklich, da muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir unendlich leid, in welcher Scheiße die zum Teil dann immer noch hängen. Sei es jetzt, weil sie von der Versicherung hängen gelassen worden sind. Ich kann da ein klein bisschen mitfühlen. Wir hatten halt eben auch sehr viel Brassel, haben durch Freunde, durch befreundete Firmen halt eben auch vieles machen können. Und sind so ein bisschen auch von der Versicherung was hängen gelassen worden. Sie haben uns durchgefröstelt und sind eigentlich jetzt, ich sag mal, auf einem besseren Stand wie vorher, muss man dabei sagen. Und aber halt eben nur durch Eigenleistung. So komplett durch Eigenleistung. Hatte eben eine Betroffene da, die sprach mich an, die folgt auch dem Kanal. Ich hatte das Tattoo eben mal in das andere Video gezeigt. Die hat sich am Bein ein Tattoo machen lassen mit Schwalben. Und zwar 9 Schwalben sind drauf, die Zahl der Toten hier in Schleidenmünd. Und die ist selber betroffen und war sehr froh, dass das Fest jetzt hier ist und dass so viele Helfer, die hier in den Tagen im Einsatz waren, jetzt auch wieder da sind und man sich wieder sieht, man merkt, wie die Gemeinschaft so zusammengewachsen ist. Und ich zeige euch gerade mal hinten, da ist jetzt hier gerade der RTW weggefahren, hinten ist voll am Platz, ne? Also, jetzt wird die Musik hier auch was lauter. Ja, also, du mal wieder zurück hier. Ja, ich möchte noch ein abschließendes Wort sagen. Auch wo ich mich sehr fest dran gehalten habe, die Zeit über von der Flut. Dieser Slogan für Gemünd, den wir da quasi haben, durch die Position, ja, der spiegelt sich auch in meinen Worten wieder, weil mein Thema war halt eben, Kopf in den Sand stecken gilt jetzt nicht, jetzt wird angegriffen. Und die habe ich ja dann so kennengelernt beim Helfereinsatz oder am Katharinenhof. Abends kommst du einfach mal vorbei, quatsch mal, trink mal halt eben ein Bierchen. Und das ist wirklich so, das hat sich so zusammengeschweißt, dass aus Fremden Freunde geworden sind und Freunde fürs Leben. Das ist auch eben auf der Bühne gesagt worden. Wie sage ich, trotz des ganzen Unglücks, durch die ganze Scheiße, die wir da erlebt haben, ich hätte die Leute nie kennengelernt. Und das ist für mich ein persönliches Glück, weil das kann man nicht beschreiben. Das wird auch bleiben. Die Menschheit hat man quasi kennengelernt. Der beste Teil davon. Ja, die bessere Seite davon, ja, kann man sagen. Ne? Genau. Wie soll man diese Freundschaften bleiben? Das sieht man überall in den Schulgebieten. Sei es hier in NRW, aber auch natürlich im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Ja, ich sage vielen lieben Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast bei deiner Geschichte. Und du warst auch schon mal bei Baustoffspende NRW, im Hans Miester und im Helfer-Team. Und wie gesagt, da sind noch ganz viele da hinten. Ja. Ja, ihr Lieben, also das mal so ein kleiner Einblick hier vom Helferfest aus Schleidengemünd. Ich sage dir vielen lieben Dank und wir bleiben auf jeden Fall auch im Kontakt. Sicherlich. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen hier und wir sehen und hören uns bestimmt im nächsten Video irgendwann. Vielleicht heute, vielleicht morgen, schauen wir mal. Also, lieben, danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Abend noch. Bis dann, ciao.